Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 4. So, mich kribbelt schon in den Fingern. Jetzt machen wir mit Monster-Stunts mal wieder. Habe ich ja eigentlich im letzten Part machen wollen. Habe ja aber dafür dann, weil ich dieses tolle Auto besorgt habe, Bürgerwehrmissionen gemacht, die dann länger gedauert haben als geplant. Weil mich ja in der zweiten Hälfte oder gegen Ende das Spiel gedacht hat, es müsse mich trollen. Ja, und so hat das da halt ein wenig länger gedauert. So, nichtsdestotrotz stehen wir jetzt hier. Ich habe mir hier mal einen einigermaßen schnellen Wagen besorgt. Und, ja gut, ich habe geklaut. Gibst du? Nee, Quatsch. Ich habe mir einen geborgt, geliehen quasi. Das ist ein Ruiner. Ruins Import since 67 und stammt von Imponte. Gut, ist jetzt nicht so ganz der Wunschwagen, den ich für die Sache hier haben wollte. Ich wollte für diesen Stunt, an dem wir uns übrigens beim letzten Mal die Zähne ausgebissen haben, das war der letzte, wo wir dann einige Versuche gebraucht haben und es nicht geklappt hat. Und ich muss sagen, da ich jetzt nicht den meinen Traumwagen habe, na gut, Traumwagen, also ich hätte es gerne mit dem Banshee gemacht, weil mit dem habe ich es beim Just for Fun Spielen schon mal geschafft. Habe ich den Monster Stunt gerade mal gemacht und da hat er geklappt. Weiß jetzt nicht, ob es mit dem funktioniert. Wenn es jetzt nach einem dritten Anlauf spätestens nicht geklappt hat, dann werde ich mich anderen Stunts zuwenden. Aber natürlich probieren wir das jetzt mal aus und jetzt genug rumgelabert. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier beschleunigen und machen und tun und. Schaut schon mal gar nicht so schlecht aus, aber ich bin mir halt nicht sicher, wir können das mal ein bisschen abkürzen. Oder? Monster Stunt absolviert! Der Ruiner ist auch eine geile Karre! Muss man schon mal sagen. Juhu. Gut, das heißt, wir können gleich den nächsten machen. Der ist nämlich auf dieser Seite hier. Und zwar da. Hier, genau. Da werden wir wohl nicht so viel Anlauf haben. Beziehungsweise gar nicht so viel nehmen können. Bin mal gespannt. Wir können jetzt übrigens auch den, den ich beim ersten Monster Stunt Part ganz am Anfang versucht habe, wo ich kläglich gescheitert bin, da war ja noch die Straßensperre. Den könnte man quasi jetzt auch machen. Also da werde ich auf jeden Fall hingehen. Okay, ich denke mal, der wird easy. Ja, prima. Na komm, lass mal schön die Zeitlupe weiterlaufen. Ey, sonst stylisch. Also mal kurz ein bisschen beschleunigen. Boah, der muss hinhauen. Nein! Monster Stunt absolviert. Ich dachte, naja, ich habe gerade neun geschrien, weil ich dachte, Nico fliegt jetzt durch die Windschutzscheibe raus. Aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Gut, Nummer 12 ist an dieser Stelle hier. Irgendwie so. Ja, da will mich jetzt groß drum herum schicken. Warum auch immer. Ich will eigentlich gar nicht da so weit drum herum fahren. Ich würde gern ich glaube, ich nehme jetzt einfach diese. Hoppala, wo kommst denn du her? Ja, ramm mich ruhig weg. Der fährt gegen die Richtung, der Wichser. Aber nö, ne? Polizei darf das. So, ja, ich mache hier jetzt natürlich große Abkürzung. Sind wir denn hier, dass wir, da ewig weit drum herum fahren? Wer sind wir denn, ne? So, und da sind wir schon fast da. Jetzt müsste sich der Stunt nur noch entdecken lassen.
Wenn ich mal das so betrachte. Ja, hier. Das heißt so viel wie. Ich muss von hier aus Anlauf nehmen. Oh, naja, das könnte schwierig werden. Na, eigentlich nicht, aber. Könnte natürlich sein, dass ich ein paar Anläufe brauche. Weil irgendwelche Wichser der Ansicht sind, mir im Weg rumfahren zu müssen. Da könnte ich jetzt mal drauf wetten. So, ja, da fahren schon einige. Oh, komm, wir treffen das Teil. Jawoll! Yeah, baby! Yeah, ja, komm, die Ansicht ist ja irgendwie gerade nicht sonderlich spektakulär. Noch, come on! Okay, wir müssen es auf jeden Fall nochmal machen. Schade. Ja. Ja, ich dachte eigentlich, die Tür bleibt ganz, bleibt dran, aber er hat doch noch Kontakt mit dem Baum gesucht. Eine sehr kontaktfreudige Tür. Wo bin ich denn eigentlich? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich denke mal, ich komme da unten drunter durch und dann bin ich wieder da, wo ich hin will. Irgendwie bin ich scheinbar blöd aufgekommen. Naja, gut, machen wir es halt nochmal. Was heißt, ja, doch, ich bin schlecht aufgekommen, schätze ich mal, vom Sprung her. Vielleicht die Rampe nicht richtig getroffen. So, jetzt Vollgas. Hätte eigentlich noch mal kurz Handbremse halten können und Motor warm laufen lassen. Ja, toll. Na, das wird wieder nichts. Ja, das kann man gleich vorspulen. Ja, das war klar, dass das nicht gut genug ist. Wie komme ich denn da jetzt wieder weg? Schätzungsweise können wir das so machen. Vielleicht sollte ich mir zwischendurch auch mal eine neue Karre organisieren. Weil bin ich gerade nicht so ganz überzeugt, dass ich hier richtig bin. Sollte ich vielleicht die nächste links abbiegen. Ja, jetzt bin ich aber wieder da, wo ich hin will. Gut. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie ein vergleichbares Auto sehe, werde ich auf jeden Fall mal ja, Austausch veranstalten. Und Vollgas. Ja, ein Versuch geht noch mit der Karre auf jeden Fall. Ja, ich will diesen Monster-Stand jetzt auf jeden Fall auch haben. Gut, es ist übrigens der dritte Versuch. Jetzt aber. Oh ne, was war denn das jetzt? Wieso zum Geier verdrehst du jetzt? Na, es kann doch nie nimmer was werden. Fuck. Wo bin ich eigentlich? Warum höre ich die Sirene von diesem Polizeifahrzeug nicht? Oder überhaupt nur sehr leise gerade? Na, wahrscheinlich, weil es weit weg ist. Vielleicht habe ich die Sirene von dem einen irgendwie demoliert. Oh. Der muss mich natürlich gleich wieder sehen. Ja, drei Wichser stehen da rum und sehen mich. Haben sonst nichts Besseres zu tun. Nö. Doch, fahr da weiter. Ich wollte eigentlich noch einen Donut ausgeben. Nein, ich sollte da doch nicht weiterfahren. Na, vielleicht fahre ich doch besser nochmal weiter, dass ich aus dem Radar rauskomme. Ich bräuchte auch eine andere Karre mal. Weil die wird jetzt langsam doch ein wenig, ja, you know. Etwas kaputt. Also ein Versuch geht noch auf jeden Fall. Sofern ich es schaffe, da hinzukommen noch, ohne die Karre vollends zu schrotten. Es fahren da natürlich noch ein paar Bullen rum. So ein bisschen störend fast. Ich hoffe mal, dass ich jetzt wenigstens den und die restlichen noch hier auf der Insel noch schaffe. Das wäre eigentlich ganz cool. So, und...
naja, Gummi wollte ich sagen, aber er hat ja kaum Gummi gelassen, die Karre hier. Komm, jetzt hat aber. Es wird wieder nichts. Oder? Vielleicht doch. Nicht gut genug! Willst du mich verarschen jetzt hier, oder was? Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ah, ja, da bin ich ja beim ersten Versuch auch gelandet. Es war jetzt schon vier Versuche, ne? Ist doch fast zum Kotzen hier. Ich möchte das jetzt hier erledigt haben, Mann. Es muss doch mal gehen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr so... Ja, dass ich weiter nach rechts fliege. Gut, hier ist das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier zu schnell unterwegs bin. Eher, dass ich die Rampe nicht richtig treffe. Ich schätze mal, bei dem Versuch, wenn der rum ist, wird die Karre anfangen zu brennen. Oh, ja. Ja. Hab's doch gesagt, die Karre wird anfangen zu brennen. Das heißt, ich brauche eine neue. Hey, warum nimmt man nicht einfach einer von denen, die da stehen? Die sehen jetzt zwar nicht sonderlich vielsprechend. Nimm mir doch den. Den Sentinel hier. Komm, Nico, schlag die Scheibe ein und gut ist. Braver Junge. Bin eigentlich schade, den Sentinel. Also er ist so ein kleiner, kompakter Zweitürer. Recht sportlich. Aber eigentlich trotzdem schade. Der Sentinel in alten GTAs war immer halt ein Viertürer. Oh, übertreib's nicht. Ein Viertürer, ja, so eine richtige dicke Limousine. Ja, da gibt's jetzt halt einen anderen. Also das ist ja jetzt hier nach Herstellern auch sortiert so ein bisschen. Komm, ich fahre jetzt trotzdem noch die Rampe hoch. Und es wird eh nichts. Das jetzt was wird, fresse ich einen Besen. Na denn. Wünsche ich mir selbst schon mal einen guten Appetit. Hätte ich doch gleich mal ein bisschen weniger Gas gegeben. Mann. Also man weiß es aber auch nie. So, Nummer... Okay, das war Nummer 12, beziehungsweise 11, denke ich mal. Dann haben wir hier noch einen. Frag mich gerade, wo der denn da so ist. Ja, ich muss irgendwie gucken, ich will Abkürzung nehmen. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal hier so lang. So. Da bin ich ja vorhin auch so quer rüber gefahren dann. Ja. Ab nochmal gegen Mauer fahren. Das Auto ist ja noch nicht demoliert genug, ne? So, fahren wir über die Wiese. Mal noch schönes Picknick. Nicht zu verwechseln mit dem Picknick. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo ist da der Monster Stunt? Ja. Okay. Das heißt also, ich muss von hier aus kommen. Boah, dann nehmen wir jetzt erstmal wieder ordentlich Anlauf und versuchen es mal erst mit vollem Carajo. Ich glaube, bei dem Monster Stunt eben war eigentlich nur die Hauptsache, dass ich auf der Straße lande. Alles andere war scheißegal. Wo ich jetzt hier landen werde müssen, keine Ahnung. Und upsala. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich habe die Rampe sowas von schräg getroffen. Oder? Doch! Geil! Wie geil! Wie geil ist das denn? So, jetzt müsste ich aber erstmal gucken. Diese nimmere... Oh, nö. Warum sind eigentlich hier auf dieser Karte im
glaube GTA, wie hieß das? Ja, genau. Warum sind da zweimal zwei Nummer Einsen markiert? Verstehe ich nicht so ganz. Aber ich muss jetzt erstmal hier hin. Und. Ich glaube, ich werde mitten auf der Autobahn wenden und hier diese Route wählen. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es mache. Ich finde dieses Auto da nicht ganz so geeignet für. Halte ich es für diesen Monster Stunt zumindest, den ich jetzt vorhab, nicht geeignet. Aber wir werden sehen. Ich werde es auf jeden Fall, werde auf jeden Fall den Monster Stunt damit probieren. Es muss auf jeden Fall sein. Ich bin mal gespannt, was sagt denn eigentlich so die Uhr? Ja, also wenn wir den jetzt haben, egal wie lange es dauert, also wenn ich den jetzt auf Anhieb schaffe oder nicht, nachdem spätestens werde ich dann den Part auch wieder ad acta legen. Naja, beenden halt. Gut, es lief ja eigentlich einigermaßen, um das mal so zu sagen. Warum zum Geier sollte ich das tun? Da nochmal runterfahren. Ich bin doch schon hier auf der richtigen Straße, ja. Und. Na, das wird nichts. Nie und nimmer. Komm, machen wir gleich nach vorne. Naja, immerhin bin ich oben geblieben. Das ist schon nochmal ein kleiner. Aber wie soll ich sagen? Ja, am besten wäre es halt, wenn ich hier ein Motorrad für verwenden würde, aber ich will nicht Motorrad fahren. Nein. Ich fliege nur vom Bike. Kann man es mir nicht anders vorstellen, als dass ich da vom Bike fliege. Wenn ich diesen Monster Stunt mit Motorrad versuche. Ja, erstmal habe ich hier vielleicht ein bisschen weniger Speed drauf. Aber kriegt dann vielleicht auch besser hin, diese Rampe zu treffen. Ja, das wird auch nichts. Ich verdrehe das Auto hier zu sehr. Ja, nicht gut genug. Und schwupps sind wir schon wieder nicht mehr auf der Brücke. Aber da kommen wir schnell wieder rauf. Da gibt es ja eine Auffahrt. Erstmal von der Fußgängerbereich runter. Ah, ja, die Auffahrt ist natürlich noch eine Straße weiter. Können wir doch hier abkürzen, oder? Okay, ich werde auf jeden Fall das Auto wechseln mal. Wo man gerade hier. Ja. Das war blöd. Taxi. Weiß nicht, soll ich ein Taxi nehmen? Das ist fies. Jetzt glaube ich dem nämlich das Taxi. Unglaublich, ne? Ja, so ist das. Vielleicht ist das überhaupt die richtige Richtung? Ich weiß es gar nicht. Nee, natürlich nicht. Direkt wieder umdrehen. Und die richtige Richtung nehmen. Dann werden wir gleich nämlich von der Ausfahrt aus drauf fahren. Also ich werde das jetzt hier mit dem Taxi nochmal probieren. Wenn ich jetzt nicht mit dem Taxi auch nicht so recht klappen will, dann sollte ich das vielleicht wirklich mal mit dem Motorrad machen. Obwohl ich eigentlich gar keine Lust dazu habe, das mit einem Motorrad zu machen. Na, super, das kann so nicht funktionieren. Ja, nicht gut genug, das war klar. Okay, ich würde sagen, Motorrad muss her. Wo finde ich jetzt ein Motorrad? So, auf die Schnelle. Ich hätte jetzt gerne ein Motorrad. Und zwar jetzt. Ich denke mal, dieser Wunsch wird mir jetzt hier nicht erfüllt. Nee, sieht nicht so aus. Motorrad, komm. Put, 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 put. War da hinten was? Motorradmäßig ist gerade? Nee. Ja. Der läuft schon gleich hier in meine Richtung. So von wegen, ich klaue dir jetzt das Auto. Oder zieh dich raus und box dich. Nee, nee, nee. Kannst du knicken? Ich würde sagen, ich sollte jetzt vielleicht nicht so arg jetzt noch mich um Motorräder kümmern. Ja, nach einem Motorrad suchen.
Ich denke mal nicht, dass es hier klappen wird. Dass ich jetzt hier ein Motorrad gleich auch noch finde. Ich könnte es natürlich noch mal mit einem anderen Auto probieren. Gucken, ob ich irgendwie noch einen kompakteren finde. Oder vielleicht doch ein Motorrad. Na komm, wir nehmen uns noch mal kurz Zeit. Die Karre eignet sich da bestimmt nicht zu. Was sagt denn so die Uhr? Na, die Uhr sagt auch schon 20 Minuten. Von daher würde ich dann mal sagen, dass wir es jetzt hierbei gut sein lassen. Lassen wir es hier bei den Monster-Stunts bewenden, die wir jetzt hier geschafft haben. Und der liegt ja gleich hier an der Brücke zur nächsten Insel rüber. Und dann können wir da, braucht dann jetzt eh eine neue Karte, weil die Karte ist nur auf diesen Stadtteil, diesen Bereich ausgerichtet. Also würde ich sagen, beende ich hier den Part und im nächsten beginne ich wieder mit den obligatorischen Tauben und mal schauen, zu wem wir dann fahren. Ja, irgendjemand wird sich wohl finden. Moment. Wir haben jetzt zwar schon über 20 Minuten, aber scheiß drauf. Geile Maschine, Hellfury. Mit der müssen wir das jetzt nochmal probieren. So, wir markieren uns gleich diese Stelle hier. Ach, wisst ihr was? Markiere ich mir... Ja, genau. So, fahren wir. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich hier Motorrad finde. Bin auch mal gespannt. Glaube ich, bevor ich das mache, steige ich nochmal ab und wieder auf, damit Nico noch einen Helm anzieht. Ich weiß zwar nicht, inwiefern es wirklich was bringt, während dem Sturz einen Helm aufzuhaben, aber theoretisch sollte es natürlich besser sein. Wir wollen ja hier zumindest ab und zu mal auch ein bisschen Vorbildfunktionen erfüllen, ne? So. Ja, mach ruhig die Maschine nochmal aus. So, Helm auf. Starten das Teil. Rima. Ah, der geile Felgen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier megamäßig einen Abschlag drehe. Oder ob ich hier diese Rampe richtig schön treffe. Und. Nein, verdammt. Nein. Fuck. Das war ziemlich schlecht. Was ist denn mit dem los? Das war ich aber nicht. Kann mich keiner für belangen. Vielleicht muss ich hier auch gar nicht so arg schnell sein. Ich probier's. Ich probiere es auf jeden Fall mit Geschwindigkeit. So, nochmal ein Stück zurücksetzen. Und nochmal, komm, das muss doch klappen. Ich weiß nicht, ob man sich hier auch irgendwie vorlehnen kann, so wie bei San Andreas das funktioniert hat. Und jetzt aber! Na, Alter, der stürzt doch sowas von. Oh. Ja, das hat ihn jetzt fast das Leben gekostet. Also würde ich sagen, sollen wir es nochmal riskieren? Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, ne? Frag mich jetzt gerade, wo mich... Nein. Da bin ich gerade völlig falsch. Ich fahre hier lang. Ja, doch, einmal probieren wir es noch. Scheiß drauf, ob wir dann bei drauf gehen oder nicht. Wir kriegen dann aber auf jeden Fall eine ganze Menge Geld abgezogen. Ja, genau. Geld abgezogen, wenn wir drauf gehen. Weil es kommt immer drauf an, wie viel Geld man hat, wie viel die Behandlungskosten betragen.
Ja, der fährt da neben der Straße. Wie kommt der da hin? Kommt der da hin? Open your stupid eyes! Ja, das wäre jetzt mal echt eine geile Sache zu wissen, ob man hier irgendwie das Gewicht verlagern kann. Naja, offensichtlich aber nicht. Ja! Das war erstmal wieder ein Satz mit X. Na komm, das muss schon ein richtig ein verwertbarer Versuch sein, ne? Also, dass ich die Rampe auch getroffen habe. So, ich mach das von hier aus. Scheiß drauf. Dann sehen wir auf jeden Fall auch, ob es von hier aus reichen würde. Nein, der überdreht zu arg. Steuerung. Das muss ich jetzt mal gucken. Zu Fuß. Im Fahrzeug. Nach rechts, links, nach rechts, nach vorn beugen. Ah! Ja! Ja! So ist fein! So hat das sein sollen! Jawoll! Funktioniert also doch das nach vorn beugen und bin ich froh. Okay, haben wir den also doch noch geschafft und im nächsten Part geht's dann weiter mit Story-Missionen und zuvor ein paar Daumen. Macht's gut und ciao!